Biram Da'abed und Brahim Bilal Ramdane wurden im Mai in Mauretanien aus dem Gefängnis entlassen und sind derzeit in den USA. Was machen Sie da? Sie sind im US-Außenministerium unter anderem gewesen und sind da mit einem sehr wichtigen Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden. Die USA haben ein starkes Engagement gegen Menschenhandel weltweit und ehren jedes Jahr Menschenrechtsaktivisten in aller Welt für ihren Kampf gegen Menschenhandel. Und dieses Jahr haben sie nun diese beiden gerade freigekommenen mauretanischen Antisklaverei-Aktivisten mit ihrem Menschenrechtspreis für den Kampf gegen Menschenhandel geehrt. Das ist eine ganz wichtige Auszeichnung, direkt empfangen vom US-Außenminister John Kerry. Schon eine enorme Ehre eben für diese beiden Mauretanier. Das zeigt ja auch die internationale Anerkennung dieser Organisation. Ja, es zeigt wirklich, es ist jetzt der 6. große internationale Menschenrechtspreis, den Biram Da'abed und seine Organisation IRA Mauretanie bekommen hat. Das zeigt, wie anerkannt sie international auch von Seiten von Regierungen sind und macht umso absurder, dass die Regierung Mauretaniens bis heute, also 6 Jahre lang, konstant verweigert hat, eine offizielle Anerkennung dieser Organisation als Nichtregierungsorganisation. Das ist einfach absurd, aber man setzt sich da quasi über alles hinweg, was die internationale Staatengemeinschaft vorgibt. Ein sehr gewagter Kurs der mauretanischen Regierung. Hat man denn jetzt wenigstens aufgehört, ihrer Mitglieder zu verhaften? Nein, auch da gibt es wohl kein Umdenken, obwohl wir gedacht hatten, als das oberste Gericht Mauretaniens im Mai die Entlassung der beiden anordnete und erklärte, 18 Monate Haft, das ist einfach zu viel für ein Demonstrationsdelikt. Damals hatten wir gedacht, naja, vielleicht verstehen die mauretanischen Behörden irgendwann, dass sie die Gesetze ihres eigenen Landes respektieren müssen, dass Demonstrationsfreiheit gelten muss, dass Meinungsfreiheit gelten muss. Aber wir sind jetzt wieder eines Besseren belehrt worden, weil letzte Woche, gerade während Biram Da'abed und Brahim Ramdane im US-Außenministerium waren, sind erneut 2 wichtige Leute aus der Führungsspitze der Organisation verhaftet worden, plus 4 weitere Mitglieder der IRA. Also der Pressesprecher verhaftet worden und der Vizepräsident der Organisation. Alles sieht danach aus, dass Mauretanien erneut sozusagen den Federhandschuh der IRA hinwirft und die Organisation ja quasi aus dem Land verbannen will. Weil man hat über die staatlichen Medien jetzt verbreiten lassen, dass die Organisation die Staatssicherheit gefährden würde und eine Bedrohung für Mauretanien sei, was natürlich absurd ist. Weil die IRA immer gewaltlos handelt. Es ist absurd, weil die IRA immer gewaltlos handelt und weil die IRA letztlich eben darin ihre Hauptaufgabe sieht, für die Beachtung der Menschenrechte einzutreten. Und Menschenrechte sind nun mal leider keine, auch aus der Perspektive eines noch so repressiven Regimes, sind keine Gefährdung der Staatssicherheit. Das haut einfach nicht hin, diese Argumentation. Nur man versucht es eben immer wieder, diese Menschenrechtsverteidiger zu kriminalisieren. Das ist eine sehr durchsichtige Taktik, die auch von vielen Regierungen aller Welt durchschaut wird, aber nichtsdestotrotz zu massiven Einschränkungen von Bürgerfreiheiten im Land führt und für die Betroffenen eben brutale Folgen hat, weil sie einfach wegen Meinungsdelikten ins Gefängnis geworfen werden. Was weiß man über ihre Verhaftung? Offiziell wird die Verhaftung begründet mit Protesten von Haratin, also ehemaligen Sklaven, die in einem Slum gewohnt haben, am Rande der Hauptstadt Nouakchott. Diesen ehemaligen Sklaven war angedroht worden, dass sie zwangsweise umgesiedelt werden würden in den nächsten Wochen, weil man möchte diesen Slum beseitigen, bevor im Juli die Staatschefs und Präsidenten der Arabischen Union nach Mauretanien kommen. Das Gipfeltreffen dieses Bündnisses der arabischen Staaten findet
dieses Jahr in Mauretanien statt. Und da möchte man keine unschönen Bilder haben. Deshalb sollten diese Haratin seit 20 Jahren in diesem Slum-Leben weichen. Dagegen gab es Proteste und nach diesen Protesten versuchte man jetzt eben vorzugehen gegen diejenigen, von denen man glaubt, dass sie die Rädelsführer dieses Aufschreis sozusagen der Slum-Bevölkerung waren.